Schönen guten Morgen zusammen. Willkommen zu einer neuen ADS Spotlight Session. Mein Name ist Volker Lynch. Ich bin der Moderator dieser Session. Ich begrüße heute ganz herzlich meinen Kollegen, den Herrn Michael Fischer. Und das heutige Thema wird sein Identity Management im Rahmen von Cloud, Mobile und Social. Und wie gewohnt könnt ihr eure Fragen direkt im Chat stellen. Dann werden wir die am Ende noch aufgreifen. Also wir haben einfach auch noch 5 Minuten Luft gelassen, um dort auch eure Fragen zu beantworten. Und wir werden die Materialien und die Aufzeichnungen natürlich wieder in den gewohnten Kanälen zur Verfügung stellen. Und falls doch mal eine Frage unbeantwortet bleiben soll, dann werden wir die so als FAQ bereitstellen, beziehungsweise dann direkt an denjenigen unsere Antwort schicken. Ja, dann übergebe das Wort an dich, Michael. Der eine Orakel-Präsentation gesehen hat, kennt das vielleicht, aber ja. Der Beruf. Die Agenda ist in 4 Punkten aufgebaut. Einmal die Kurzvorstellung, dann die Abgrenzung, also was ist das Mobile und Social Management überhaupt, die Funktionsweise, also wie funktioniert das ADS von dem Marktgeschehen und abschließend kurzes Fazit dazu. Zu meiner Person, ich bin seit 2010 bei Oracle, habe langjährige Erfahrung im Bereich Security und neuerdings auch Cloud Security und Public Cloud Security. Komme über Netscape und dann zu Oracle und habe schon in dem Bereich Web Tech Diskussion begleitet, mal als Pre-Sales, mal als Consultant. Davor war ich in der Entwicklung von großen Unternehmenslösungen beim Systemintegrator. Hier 2 Beispiele, wo dieses Thema reinpasst. Also einfach mal 2 Services, die, denke ich, die meisten von uns kennen. Netflix mit dem On-Demand-Streaming und den Serien oder die Fahrservices von Uber. An der Stelle, man sieht, eigentlich sind die Anforderungen auch bei diesen neuen Services gleich geblieben, wie bisher schon, nämlich wie erkenne ich den User, damit ich weiß, was er überhaupt abonniert hat. Wie kann ich meine beide Sicherheitsbedürfnisse abdecken? Also in einem Fall möchte ich als Anbieter den Benutzer ja ganz sicher kennen, weil er vielleicht mir für die Services auch etwas bezahlen muss. Andererseits möchte ich aber dann als Endbenutzer auch sicher gehen, dass mein Account nicht missbraucht werden kann. Deswegen möchte ich da eine Absicherung. Und bei vernetzten Angeboten, Services, möchte ich irgendwie die Module zusammenstecken können, ohne dass ich so eine Point-to-Point-Integration habe, ohne dass ich mich dann mit jedem Service, sage ich mal so, 1:1 vertragen muss und dann eben proprietäre Anbindungen mache. Mit dem Ziel eben, ich möchte keine monolithischen Applikationen mehr bauen müssen für jeden geänderten Anwendungszweck. Im Mobile- und Social-Bereich sind damit also die Anforderungen gleich, aber die Protokolle sind anders, also anders als vor 6, 8 Jahren, würde ich mal denken. Das eine Ziel war, diese Entwicklung von so Services zu beschleunigen und auch leichter vernetzbar zu machen untereinander. Vorreiter von diesen Themen waren Facebook und Google, die daraufhin eigene Protokolle definiert haben, um das zu ermöglichen. Einmal auch, um ihre Services zu ermöglichen, dass die untereinander vernetzt werden, als auch, damit ich in meinen Applikationen Services von den beiden zum Beispiel nutzen kann. Dann kam das Thema Mobile, also die Smartphones und Tablets hoch, wo man festgestellt hat, ich brauche eine ressourcenschonendere Protokolle, damit ich diesen erstens geringeren Bandbreiten wie im Internet Fixed Line normalerweise habe und vor allem aber auch den geringeren Rechenleistungen auf den Geräten Rechnung tragen kann. Das heißt, da kann ich halt einfach kein SoapStack mehr fahren, weil das mit dem RAM in Speicher und der CPU-Leistung nicht vernünftig darstellbar ist. Mal abgesehen davon, dass es Probleme mit der Laufzeitumgebung gibt. Irgendjemand muss die ja aufportieren, damit da nutzbar ist.
Und letztendlich in der Cloud hat die Cloud mittlerweile einfach die Protokolle, die es in Unternehmen schon gibt, also wo sich Unternehmen zum Beispiel mit Zulieferern verbinden oder Unternehmen über Kontinente zusammenschalten. Diese Protokolle, also in dem Fall die Federation-Sachen mit den Circles of Trust, wurden hier adaptiert. Also man sieht, Softwareentwicklung ist eigentlich gleich geblieben, nur die Protokolle, die dafür verwendet werden, sind anders. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel von einem klassischen Unternehmen, also Iberia. Iberia hat angefangen, vor einer Zeit ihre Angebote zu ändern. Also ich fokussiere jetzt hier erstmal nur auf die Webpräsenz, also alles das, was man über einen Webbrowser bei der Iberia aufrufen kann. Die haben angefangen, die Angebote stärker zu vernetzen. Das heißt, ich kann mir jetzt zum Beispiel mit den Flugbuchungen gleichzeitig das Hotel und das Mietauto buchen. Ich kann beim Fliegen angeben, was ich für ein Typ bin. Also bin ich derjenige, der dann im Zielort Unternehmungen machen will, oder bin ich jemand, der hier auf Partys aus ist, dann bekomme ich schon entsprechend die passenden Hotels vorgeschlagen und auch eventuelle Abendprogramme oder Stadtrouten, je nachdem, was ich hier möchte. Ich habe dann auch so weitere Funktionen dabei. Dort, wo es freigeschaltet ist, kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte nicht neben irgendeiner Familie sitzen mit Kleinkind, sondern ich möchte vielleicht neben einem Geschäftsreisen sitzen, weil ich davon ausgehe, dass ich dann meine Ruhe habe. Und wenn mir der andere, der eingecheckt hat, sogar ein Stück weit das Profil geöffnet hat, dann kann ich sogar so ein Matching mit Hobbys oder gemeinsamen Interessen machen oder einfach auch mal nur, dass der in der gleichen Sprache neben mir sitzt. Es war recht erfolgreich, da sieht man das, die konnten dadurch ihren Umsatz steigern. Also das ist so ein Beispiel mit, da gab es schon eine bestehende Anwendung, da gab es schon ein bestehendes Portal. Das ist hier an der Stelle einfach unter Nutzung dieser neuen Services, nämlich über Federation dann diese Hotel- und Taxi, Hotel- und Autoverleihfirmen anzubinden und über diese Social-Sachen von den Facebook-Profilen oder wo auch immer die Angaben mit einzubeziehen, in diese Webseite integriert. Jetzt komme ich nochmal kurz zur Abgrenzung, da das Thema ja ein recht allgemeingültiges vom Begriff her ist. Also einmal Identity Management unterteilt sich in zwei Bereiche, zumindest im Oracle-Kosmos. Einmal in dem Bereich Manage, das heißt, wie kommen die Benutzer zu Accounts und was dürfen die Accounts in den jeweiligen Anwendungen? Da ist das der Begriff dazu Provisioning auch. Dann eine regelmäßige Überprüfung der vorhandenen Berechtigung. Also klassisches Beispiel ist, wenn jemand die Abteilung wechselt und hier die Rechte behält, weil es einfach keinen Prozess gibt, der die Rechte, die er vorher hatte, wieder wegnimmt. Dieser Prozess heißt Rezertifizierung. Da gibt es noch eine gesonderte Behandlung für privilegierte Accounts, also diese ganzen Root- und SysDBA-Accounts, wo man einmal nicht möchte, dass die unkontrolliert verwendet werden können und zum anderen im Bereich von Regularien die Firma in der Regel da nachweispflichtig ist. Das heißt, wir hatten tatsächlich gestern früh um 9 diesen Root-Account benutzt und diese Aktion durchgeführt, dass das besser steuerbar ist, nämlich wann gebe ich den Account für wen frei und kann dann nachweisen, wer hat was damit gemacht. Ich will auch dann der nächste Punkt mit rein, das Audit- und Report-Thema. Ich habe durch viele Regularien hindurch, im einfachsten Fall das Bundesdatenschutzgesetz, das für alle gilt, die Pflicht nachzuweisen, wer hat wann worauf zugegriffen. Und wenn es dann eine strengere Prüfung ist, dann wird die Zweckgebundenheit auch geprüft. Das heißt, wer hat dem überhaupt erlaubt, darauf zuzugreifen? Und dann muss man diese ganze Freigaben auch nachweisen. Kann man natürlich in Papierform vorhalten. Einfacher ist, wenn man es von vornherein elektrisch im System hat und nur noch die Reports erzeugen muss. Der andere Bereich von Identity Management ist Access Control.
Also ich nenne es jetzt extra nicht Access Management, weil hätte ich ja wieder dieses, was manage ich hier, was ich oben nicht schon gemanagt habe. Also Access Control ist die Zugriffskontrolle, die über die Accounts definiert ist, auch durchzusetzen. Das heißt, wenn ich keinen Account habe, kann ich auch nicht anmelden. Das ist schon mal der erste Bereich, gibt diese Anmeldemöglichkeiten. Dann bietet es mir ein Single Sign-On über die Applikationen an. Auch ein Single Sign-On, wenn ich mich zum Beispiel morgens am Windows-Desktop angemeldet habe, dass dieser Brückenschlag hoch in die Webwelt funktioniert, also auch in die ADF-Anwendungen. Und SSO mit Hilfe von Föderationsmechanismen, das ist dort, wo ich die Anmeldesysteme nicht in einem System drin habe, sondern ich möchte verschiedene autarke Systeme koppeln. So ein gängiges Beispiel für sowas ist, wenn ich jetzt in der Oracle-Welt bleibe, wenn irgendjemand eine Oracle Public Cloud nutzt, also zum Beispiel ACM, also ein Personalverwaltungssystem oder ein Recruiting-System, dann bin ich mit SingleSign-On dort nahtlos angemeldet. Das Ganze funktioniert zum Beispiel auch in der Microsoft-Welt, wenn ich irgendwas von diesen Azure-Werkzeugen benutze, also ein Office 365 in der Cloud, dann habe ich ja auch diese Federation-Mechanismen, damit ich die Sachen dort nutzen kann und mir meine Desktop-Anmeldung dafür ausreicht. Access Control bietet auch die Integration in diese sozialen Netzwerke wie Google und Facebook. Also da kommt das OAuth an der Stelle zum Tragen. Und letztendlich bietet es mir noch die Möglichkeit für eine feingranulare Berechtigungssteuerung. Das heißt, feingranular geht es auf Attribute runter. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel sagen, bei Auszahlungen bis 5.000 Euro lasse ich den Benutzer noch durch. Und wenn er eine höhere Auszahlung versucht, dann blocke ich an der Stelle. Das kann ich im Programmcode machen, das kann ich aber auch auf dem Weg, wenn er den Befehl zum Server absetzt, durchführen. Und ich habe die Möglichkeit, kontextbasiert die Access Control durchzusetzen. Das heißt, wenn er aus dem Firmennetz raus die Anwendung aufruft, bekommt er zum Beispiel mehr Funktionalitäten angezeigt, wie wenn er es denn über sein Homeoffice macht oder dann von einem freien Wireless LAN irgendwo mit seinem iPad rangeht, dann kann man sagen, er kann dann auch alle relevanten Daten sehen, aber er kann zum Beispiel, wenn es jetzt eine HR-Abteilung ist, nicht das Gehalt ändern, sondern dieser Button wird dann einfach entweder ausgegraut, wenn die Anwendung das verwendet, oder auf dem Weg zum Server mit dem entsprechenden Call, REST Call oder Shop Call wird dort die Funktion rausgenommen, also sprich abgefangen, und er kann diese Änderung einfach nicht durchführen. Der Bereich Cloud, Mobile und Social letztendlich bringt einfach nur diese neuen Protokolle mit für die Sachen, die oben schon draufstehen. Das heißt, im Cloud-Fall die Federation-Protokolle und für das Managen von Users. Also wenn ich zum Beispiel in der Oracle Cloud einen User haben möchte, der ein Single Sign-On kann, dann muss ich diesen User auch schon in der Cloud anlegen. Dafür verwende ich dann zum Beispiel dieses SIM-Protokoll. Das ist ein REST-basierter Service, um User anzulegen. Es gibt dann auch die SOAP-basierte Variante, das ist SPNL. Im Bereich Mobile sind ist hauptsächlich mal das OAuth und OpenID-Protokoll basierend auf den REST-Calls, das heißt auf diesen schlankeren Service-Calls. Und der Bereich Social stützt sich auch hauptsächlich auf die OAuth und OpenID-Protokolle. Wo ist das jetzt bei ADF zu finden? Ich habe hier mal das Bild von der Deployment-Architektur drauf, und in dem Bereich Enterprise User Roles ist dieses Identity Store, und dieses Identity Store hält dann typischerweise die Berechtigung vor, die der User in der Applikation ausführen darf. Ich habe jetzt hier nochmal für das Authentifizieren schon ein Flussdiagramm genommen, also der User kommt über den Desktop, scheitert dann da an dem Gitter, wo diese rote Hand davor ist, und wird dann redirected auf die Login-Module, wo er dann seinen Login-Dialog bekommt und sich anmeldet und nach erfolgreicher Anmeldung die Anwendung nutzen darf.
Das heißt, dieser Bereich ist dann für das Teil Anmelden oder Access verantwortlich. Ich habe hier mal aufgeführt, was das ADF der Standard unterstützt. Also einmal, wenn die User Credentials gegen das LDAP geprüft werden, gegen eine Datenbank oder gegen Zertifikate, KI. Dann bietet es drei Arten, sich in einen Single Sign-On reinzuhängen, zum Beispiel über das XAML-Protokoll, also das kommt dann auch von WebLogic in dem Fall, über die Windows Native Authentication, das heißt, der kann mein Windows Logon übernehmen und ist dann nahtlos angemeldet, oder ich kann einen Single Sign-On-Token verwenden, das vom Access Manager kommt, den ich praktisch dem WebLogic vorschalte. Unten die Links für denjenigen, der das dann in der Doku nachschauen möchte. Beim MAF, also beim Mobile Application Framework, ist das die Architektur, wie das aufgebaut ist. Das heißt, das Dunkelblaue läuft alles in den Container auf dem entsprechenden Device, also iOS oder Android Device. Und hier vorne in dieser Schicht sind die Authentifizierungsservices drin. Standard kommt dort HTTP Basic mit, also das heißt, Username, Passwort wird da über einen HTTP-Call übergeben. Es ist ein Mobile- und Social-Komponente mit drin, das heißt, es sind Libraries, die sind vom Oracle und bieten die Integration an OAuth-Protokolle. Es ist nochmal ein eigener OAuth-Provider mit drin, ist einfach historisch zu sehen. Dieser Mobile- und Social bietet noch mehr Funktionalitäten als das reine OAuth. Er bietet zum Beispiel auch eine Device-Registrierung und die Möglichkeit im Login weitere stärkere Protokolle mit einzubeziehen, habe ich nachher ein kurzes Beispiel. Und auch der letzte Punkt, die Integration in das Web-SSO über Token vom Access Manager. Das heißt, da kann man sich dann aussuchen, wie das Token verwertet wird, als Cookie oder als JWT-Token. Der Vorteil von der Nutzung mit den Oracle-Komponenten an der Stelle ist, ich habe ein Single Sign-On über native Applikationen, die auf dem iPad oder auf dem Android-Device liegen. Das heißt, ich habe da ein Single Sign-On dazwischen, was ich ja normalerweise mit einem puren Anmeldeverfahren für mobile Anwendungen habe. Komme ich hier zu dem Bereich Manage. Ich habe das Identity Management unterteilt in Manage und Access. Also im Manage habe ich dieses User Store, das ich da vorhin eingeklingelt habe, das ist typischerweise ein LDAP. Das heißt, das Identity Management bietet mir hier an der Stelle die Pflege der Accounts. Auch Self-Services für den Benutzer, das heißt, der kann sich die Passwörter zurücksetzen zum Beispiel oder so einfache Attribute ändern. Der Benutzer kann aber auch für sich oder andere Berechtigungen beantragen, die dann durch den entsprechenden Workflow genehmigt werden und dann direkt scharf geschaltet werden. Das heißt, die Accounts werden dann im Zielsystem erzeugt oder die Berechtigungen, ob es jetzt Rollen oder Gruppen sind, in die ich reinkomme, werden zugeordnet. Oder aber auch zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Berechtigungsverwaltung in der Datenbank selber implementiert habe, dann wird in dieses Table einfach der entsprechende Attributwert eingeschrieben. Das heißt, ich habe hier schon mal eine Automatisierung der Berechtigungen, die ich dann in dem System habe. Und ich kann aber auch vorne dran ein HR-System anschließen oder viele Kunden sagen, nee, ich habe eigentlich ein Active Directory, was führend ist. Das heißt, sobald dort ein User auftaucht, weiß ich, ah, da gibt es einen neuen User, der ist eingestellt und dann lege ich den abhängig davon, in welche Organisationseinheit er kommt, entsprechend schon mal eine Rolle an. Das heißt, da gebe ich ihm einfach schon mal den Desktop-User, damit er sich am Windows anmelden kann. Dann gebe ich ihm noch seine 3-4 Standard-Applikationen mit Logins. Und wenn er Glück hat, ist das Ganze über Single Sign-On. Ich habe hier auch die Möglichkeit, anwendungsübergreifende Unternehmensrollen zu definieren und auch zu verwenden. Das heißt, ich definiere dann einfach einen Standard-Employee, ist jemand, der die folgenden 5 Applikationen hat und wird ihm die entsprechenden Accounts erzeugen und entsprechend die Passwörter oder das Passwort zukommen lassen. Die Vorteile von dem, wenn ich auf ein Identity Management mit der Funktionalität Manage gehe, ist, ich habe eine komplette Automatisierung, damit spare ich mir erstens einen Haufen Lauferei, zweitens auch große Teile von einem Helpdesk. Ich
habe hier eine Lösung, die alle drei Anwendungsfälle abdecken kann. Das heißt, ich brauche hier keine getrennten Silos mehr aufsetzen. Und dadurch, dass ich das alles in einem System elektronisch drin habe, habe ich die komplette Transparenz für irgendwelche Audit-Compliance-Nachweise und ich kann vor allen Dingen an einer Stelle ändern und das ist sofort wirksam. Das heißt, es passiert dann nicht mehr, dass ich eine Applikation zwar aus dem Unternehmensnetz nicht mehr nutzen kann, aber wenn ich ein Derivat dazu als Mobile Application habe, dann ist die vielleicht noch nicht geändert und ich darf mit dieser Applikation wesentlich mehr oder darf sie überhaupt noch nutzen, obwohl ich eigentlich zum Beispiel nicht mehr in der Personalabteilung bin und ich darf das gar nicht mehr. So funktioniert das Identity Management im Bereich Manage grob. Also ich habe hier in der linken Seite diese zwei Figuren. Das ist einmal ein Externer, der eingestellt wird. Der kommt zum Beispiel über eine Selbstregistrierung und die entsprechende Freigabe durch denjenigen, bei dem er anfängt, kommt er in das Identity Store. Bei uns ist so dieses Identity Store der zentrale Dreh- und Angelpunkt, das alles über die Benutzer und Berechtigung weiß. Die Angestellten kommen typischerweise über irgendwelche Hire-Systeme, über die Reconciliation Engine. Das ist so ein Mechanismus, um Änderungen in Systemen zu erkennen. Also sprich, gibt es in SAP einen neuen Benutzer, dann hole ich mir den und dann kommt der ins Identity Store. Dort wird dann geschaut, in welcher Gruppe, in welcher OE lande ich und dann gibt es Policies, die Workflows triggern, weil ich bekomme ja einmal nicht alle Berechtigungen automatisch, sondern dann sind Genehmigungsworkflows dahinter oder dann sind vielleicht auch noch andere technische Workflows dahinter, um irgendwelche Aufgaben durchzuführen, irgendwelche Attribute zu holen und mich dann in die anschließend angeschlossenen Systeme durchzuprovisionieren, das heißt mir dort die Accounts und Berechtigungen zu erzeugen. Da das ganze webbasierte Protokolle typischerweise verwendet, funktioniert das auch mit Cloud-Angeboten. Wenn das Identity Management mit der Cloud sprechen kann, für die On-Premise-Systeme gibt es normalerweise native Konnektoren. Da gibt es so 60 Stück. Das heißt, die meisten Systeme erreicht man damit und wenn man sie nicht erreicht, gibt es technische Konnektoren oder auch ein Framework, wo man sich Konnektoren selber bauen kann. Also auch das, der Oracle Identity Manager ist eine ADF-Anwendung. Das heißt, für denjenigen, der da was anpassen möchte, findet er sich in seiner gewohnten Welt wieder. So sieht eine Oberfläche aus. Also der linke Bereich ist mal nach dem Login der Screen. Der obere Bereich, also die erste Reihe, sind praktisch die Funktionen, die alle haben. Meine Informationen, mein Zugriff, also welche Rechte habe ich, welche Rollen habe ich. Eine Beantragungsmöglichkeit. Die Beantragungsmöglichkeit ist dann auch der rechte Screen. Da sieht man, das ist wie in einem Auswahlkatalog, wo ich mir einzelne Sachen nach einer Suche in meinen Warenkorb packen kann und dann die Beantragung losschicken kann. Das kann ich für mich oder für andere machen. Ich kann bei meinen Requests nachschauen, wo die gerade stehen. Ich kann die auch zurückziehen oder ich kann die nochmal installieren. Der untere orange Bereich ist dann eher für den Manager. Das heißt, da gibt es mal einmal Manager-Administrator, der vielleicht irgendwas bei einer Provisionierung ausfüllen muss, weil ein System die Werte nicht hat. Ich habe Berechtigungsüberprüfungen drin, ich habe offene Genehmigungen, also hier mit 13 Stück muss ich genehmigen und ich habe hier so Verletzungen erkannt, das heißt, hier bin ich gefragt um eine Verletzung von Berechtigung, also jemand hat zwei Rechte, die sich eigentlich ausschließen, ob ich die jetzt doch genehmige, weil ich zum Beispiel festgestellt habe, der muss eine Urlaubsvertretung machen oder ob ich das dann zurückweise. Der Access-Bereich von dem Identity Management Sorry, ich habe den Chat als Blitz gelesen. Bietet an, dass die Authentifizierung ausgelagert sind von der Anwendung. Das heißt, jede Anwendung braucht diesen Anwälte-Dialog selber definieren oder schreiben oder noch schlimmer, wenn ich die Anwendungen auf verschiedenen Containern habe, brauche ich nicht doppelt und dreifach implementieren. Ich habe eine Single-Sign-On-Funktion, die sowohl über die Applikationen, die im Unternehmen laufen, funktioniert, als auch über etwaige Cloud-Angebote. Wenn ich das Access-System upgrade, bekomme ich typischerweise neue Protokolle mit, die ich nutzen kann, aber nicht muss. Also normalerweise ist das auch abwärtskompatibel, dass ich dann kein
größere Handlungsbedarf ergibt. Und ich habe weitere Funktionen, die sind einfach da, die kann ich optional nutzen, wie eine Step-Up-Authentifizierung. Das heißt, in einem Fall reicht mir vielleicht ein Social-Login, also sprich ein Facebook-Login. Aber in dem anderen Fall muss ich dann plötzlich mal User und Passwort nachschieben, weil dann die Anwendung schon genauer wissen muss, dass ich tatsächlich der bin, von dem sie glaubt, dass ich bin, also die Wahrscheinlichkeit hier einfach erhöhen. Der Vorteil von so einem Access-System ist, ich reduziere die verwendeten Benutzerpasswörter und habe dadurch weniger Helpdesk und eine höhere Nutzerzufriedenheit. Ich habe keine Silos mehr, das heißt, ich baue nicht für jede Anwendung nochmal die gleiche Lösung aus, um zu authentifizieren und zu autorisieren, sondern ich hänge praktisch an einem großen zentralen System. Und mit diesem großen zentralen System kann ich auch sofort irgendwelche Änderungen durchführen. Zum Beispiel kann ich ja dann auch bei einer Applikation festlegen, dass die Abteilung sowieso nicht mehr drauf zugreifen darf, weil es eine Umorganisation gab, oder zu sagen, wenn jemand vom Heimarbeitsplatz jetzt diese Anwendung aufruft, dann kann er sie auch nicht mehr aufrufen, weil da irgendwie in der Vergangenheit was passiert ist und deswegen ist diese Applikation nur noch nutzbar, wenn ich eben für ein Netz bin. Ich habe jetzt hier mal als Beispiel den Social Login rausgewählt, um am Login-Schirm zu zeigen, wie kann man sich sowas ungefähr vorstellen. Also das hier ist eine webbasierte Applikation und ich habe hier in dem ersten Fenster die Möglichkeit, mich mit meinem lokalen Account anzuloggen, wenn ich denn einen habe. Oder ich kann dann in dieser zweiten Spalte sagen, nee, ich gehe mit einem anderen Account. Hier sind mal 5 von diesen Social Networks angegeben, möchte ich mich anloggen. Hier wird im nächsten Step für den Login der Google-Account gewählt, also da wird auf das Google-Symbol geklickt und dann sieht man, jetzt kommt tatsächlich auch der Google-Login. Also dieser Login-Screen ist dann nicht irgendwie nachgebastelt, sondern da erfolgt über dieses OAuth-Protokoll jetzt ein Redirect auf das Google. Dort logge ich mich hier in dem Fall mit meinem Gmail-Account an und dann bekomme ich als dritten Screen hier die Frage quasi bei dieser ersten Anwendung, die hinter diesem Login-Screen, also hinter diesem Select-Screen steckt, die Frage, ob ich dieser Anwendung von meinem Google diese zwei Informationen, also hier in dem Fall die E-Mail-Adresse und die Sprache, die ich bei mir eingestellt habe, in meinem Google-Profil bekommen darf oder nicht. Also wenn ich jetzt sage Allow, dann bekommt es die Anwendung. Das heißt, mit dieser E-Mail-Adresse weiß dann die Anwendung auch, wer ich bin. Oder wenn ich eben das nicht erlaube, dann bin ich auch nicht in der anderen Anmeldung eingeloggt. Das funktioniert also genauso mit dem Oracle Access Management. Ich habe jetzt hier mal den ähnlichen Fall, wie sieht es in der nativen App auf einem mobilen Device aus. Ich habe hier links mal einen ganz normalen Login-Screen, User-Passwort. Ich habe dann als zweiten Screen so ein Auswahlscreen, wo ich wählen kann, welchen Login ich möchte ich wählen. Da gehen wir jetzt implizit durch, dass das passiert ist. Dann kommt jetzt eine weitere Funktion, wo nach dem ersten Login, der das hier war, eine zusätzliche Authentifizierung erfordert wird. Es wird einfach gefragt, was war das erste Auto. Also das sind diese sogenannten Passwortersatzfragen, die man sich im Profil hinterlegen kann. Und alternativ könnte man auch diesen anderen Fall mit was ist ein Einmalcode abfragen. Das heißt, der Benutzer bekommt beim Login per SMS automatisch oder per E-Mail einen One-Time-Code geschickt oder kann sich über eine andere Art und Weise irgendwie anfordern. Hier kann man dann auch noch eine Device-Registrierung mit unter der Haube machen. Das heißt, dieser Mobile and Social SDK, der hier verwendet wird, wird dann diese Information, die er vom Device bekommt, weitergehen, sodass die Anwendung oder das Access-System das nächste Mal das Device erkennt. So sieht eine Oberfläche aus, aus der Sicht von jemandem, der das Access einrichtet. Also man sieht wieder, das sind so allgemeine Screens, die einen durch die ganze Funktionalität durchführen. Das heißt, nichts kommandozeilenbasiert. Es geht alles kommandozeilenbasiert, aber für den Gelegenheitsadmin gibt es diese geführten Oberflächen.
Als Beispiel habe ich den Mobile Cloud Service von Oracle mal hier aufgeführt. Das heißt, auf der ganz rechten Seite habe ich Applikationen, die es schon gibt. Ich nehme jetzt mal einfach als Beispiel einen Wartungstechniker, der irgendeinen Aufzug reparieren soll oder nur warten soll. Also diese rechte Spalte wären quasi die Kunden, die die Firma hat und die Aufzüge und mit den technischen Beschreibungen und den Prüfungen, die es dort gibt. Das sind also diese Backend-Systeme über Konnektoren, die der Mobile Cloud Service hat. Baut der Mobile Cloud Entwickler auch, hier in dem Fall ist es eine Node.js-Plattform, Services zusammen, die dann wiederum von der ganz linken Spalte genutzt werden, von diesen verschiedenen Application Frameworks, die damit Applikationen bauen. Die Schnittstelle zu dem Mobile Cloud Service ist REST und die Authentifizierung, damit der Backend-Service weiß, welcher Benutzer ist es denn und was darf er denn überhaupt bekommen, weil er zum Beispiel dort drüber auch seine Aufträge bekommt, wo muss er als nächstes hin, zu welchen Kunden. Die Kommunikation ist unter REST und die Autorisierung passiert über OAuth. Also man sieht an der Stelle, ich kann mit dem Access Management an der Stelle ganz einfach einen Mobile Cloud Service nutzen, genauso wie jeden anderen Oracle Cloud Service an der Stelle, also auch eine SOA Cloud. Das heißt, die Integration ist immer gleich und ist heute schon nutzbar. Diese Cloud-Funktionen gibt es auch für das Identity Management. Das heißt, wenn ich sage, ich habe, ist interessant, aber das lohnt sich für mich nicht, ein Access Management System aufzubauen. Das ist zu kompliziert oder zu teuer oder das lohnt sich nicht, weil ich habe jetzt hier eigentlich nur einen Anwendungsfall mit zum Beispiel ausschließlich Endkunden. Das heißt, ich habe ein Portal mit 1 Million Nutzer und die möchte ich irgendwo zentral verwalten, ohne dass ich mir das aber selber schreiben muss oder ohne dass ich die integrierte Funktion von einem Werkzeug nutze, weil ich möchte über mehrere Werkzeuge nutzen, dann kann ich diesen Identity Cloud Service nutzen, der diese Funktionen, die ich vorher bei den Einzelkomponenten hatte, aus der Cloud nutzen kann. Der Service wurde auf der Open World letztes Jahr angekündigt, wird in allen Oracle Cloud Services automatisch integriert sein, das heißt, da bekommt man den schon mit. Aktuell gibt es den in der Beta und weil ich Oracle bin, darf ich jetzt auch nicht sagen, wann es den konkret gibt. Aber mit dieser Beta-Version, denke ich, hat man schon so einen Indikator dafür. Fazit, Identity Management für Cloud, Mobile und Social gibt es schon heute, gibt es schon länger und ist mit ADF und MAST und anderen Werkzeugen nutzbar. Das heißt, das ist hier an der Stelle eine offene Lösung. Einmal habe ich die Funktionen schon in WebLogic drin. Einmal habe ich, wenn ich Applikationen benutzt, wie im Webcenter habe ich schon alles mit dabei, also das heißt, habe ich das komplette Access mit dabei und ich kann das auch von fremden Werkzeugen aus nutzen, also eine .NET-Applikation kann die Services genauso aufrufen, eine Java-Anwendung. Das Identity Management bringt, dass ich das User-Management und die Authentifizierung out of the box nutzen kann und es auch anwendungsübergreifend nutzen kann. Ich kann weitere Funktionen einfach nachschalten, ohne dass ich an der Anwendung was machen muss. Also das, was man da vorhin gesehen hat, mit gib mir mal dieses Runtime-Token, würde im Anmeldeflow definiert werden, der typischerweise von der Access-Plattform kommt. Das heißt, die Anwendung selber müsste dann an der Stelle gar nicht angepasst werden. Und ich habe mit dem Identity-Management auch die Möglichkeit, die Compliance waren und das durchzusetzen. Da kommen da die notwendigen Reports. Der Mobile- und Social-Bereich im Identity Management bringt neue Protokolle, also hier allen voran OAuth und OpenID Connect und ermöglicht mir damit neue Anwendungsszenarien, also zum Beispiel das Vernetzen mit den Google Services oder mit den anderen Szenarien möglich, wie dieses Fotoprint-Beispiel, wo man so sagt, ich habe hier irgendwo mein Fotoalbum und ich möchte jetzt einen Print-Service übers Internet nutzen und den Print-Service möchte ich aber nur erlauben, auf folgende 7 Fotos zugreifen und nicht aufs ganze Fotoalbum, dann würde man das standardmäßig mit dem OAuth-Protokoll implementieren, ohne dass man sich jetzt hier groß was ausdenken muss, wie das technisch funktionieren kann, sodass der nicht mehr sieht, als ich ihm freigegeben habe, obwohl die Anwendungen von 2 völlig verschiedenen Providern bereitgestellt werden. Die Cloud-Unterstützung bringt letztendlich
dass ich meine Anwendungen in die Cloud hängen kann, also eine ADF-Applikation macht sich dann, nimmt dann den Single Sign-On für eine Oracle Public Cloud teil und ist damit nahtlos nutzbar oder kann auch die APIs von diesen Cloud-Services nutzen. Den IAM-Service kann ich sowohl on-premise als auch auch aus der Cloud nutzen oder zusammen. Also dieses mit den hybriden Services ist das große Thema, das Gartner jetzt immer durch die Server treibt. Sagt, sobald jemand eine Cloud nutzt und eine On-Premise-Installation dazu, egal ob es Identity-Management ist oder nicht, ist es hybrid. Das Ganze gibt es für den Identity-Management-Service auch, der sich dann darum kümmert, dass die Benutzer und Berechtigung sowohl in der Cloud als auch On-Premise abgeglichen sind und ich einen zentralen Punkt habe, wo ich dann auditieren kann und auch ändern kann. Das war der kurze Versuch. Dann würde ich jetzt wieder an den Volker übergeben. Ja, vielen Dank, Michael, für deine Ausführungen. Wir sind leicht über der Zeit, aber ich glaube, das war jetzt nicht dramatisch. War auch zum einen verschuldet durch die leichten Schwankungen in der Audioqualität. Ansonsten gibt es dann wieder am 15.04. die nächste ADS Spotlight Session zum Thema Adaptive and Responsive Design für Handhelds von der Bara. Und wir werden, wie gesagt, die Folien bereitstellen in der ADS Spotlight Mediathek sowie auch das Recording im ADS Spotlight YouTube Channel. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und ich sehe gerade, Fragen gibt es keine im Chat, habe ich mitbekommen. Falls ihr noch welche habt, könnt ihr euch auch gerne jetzt über Voice over IP freischalten und sie direkt stellen oder nochmal schnell im Chat. Dann warten wir noch ein paar Sekunden. Ansonsten wünsche ich euch schon ein schönes Wochenende und wir hören uns dann am 15.04. wieder.